Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist wieder mal Samstag. Heute ist kühl, 13 Grad haben wir nur, ein bisschen bewölkt, sonnig. Es soll aber regnen morgen und in den nächsten Tagen auch. Also der Herbst kommt mit voller Gewalt und der Sommer ist ja auch rein datumstechnisch nächste Woche zu Ende. Aber das Wetter kümmert sich nicht um Sommerzeiten und Winterzeiten, sondern macht, was es will. Das ist nun mal so. Also, es geht los mit den Meldungen, die ich Ihnen vorstellen möchte diese Woche. Es gibt ja von Herrn Scholz eine super Idee, nämlich dass die Arbeitgeber, also alle, die Arbeit sozusagen organisieren und finanzieren und auch entsprechende Arbeitsplätze schaffen, das ist ja nun mal eine große Menge von Menschen, die das tun. Und die können jetzt ihren Mitarbeitern bis zu 3.000 € netto auszahlen als Inflationsprämie. Ist ja unglaublich. Die Regierung vergeicht alles letztendlich. Sie hat eine unglaubliche Energiepolitik gemacht. Nun nicht nur Deutschland alleine, aber auch viele andere europäische Staaten. Und jetzt stehen wir da im Dilemma mit Russland und kriegen kein Gas und müssen es irgendwo teuer kaufen. Und die Strompreise gehen durch die Decke, weil Gas und Strom eben zusammenhängen. Das sind Dinge, die man erst lernt in der Energiekrise. Und jetzt sollen die Arbeitgeber 3.000 € netto auszahlen, also ohne Sozialbeiträge und so weiter und so weiter. Bei 30 Mitarbeitern sind das eben mal 90 oder 100.000 €, je nachdem, wie viel man denn hat. Wer schafft das denn heute noch? Alle warten mit großer Angst und Sorge auf die tatsächliche Abrechnung. Und die werden nicht schön sein und natürlich auch irgendwoher finanziert werden müssen. Also, eine Schnapsidee, wie ich meine, und die meisten werden es eh nicht bezahlen können, aber sie wecken doch Begehrlichkeiten bei den Mitarbeitern zu Recht nicht. Da kann man Urlaub von bezahlen, einen neuen Fernseher und vielleicht doch die Gasrechnung, wenn sie doch so hoch sein wird, wie im Frühjahr 23 erwartet ist. Also, keine gute Idee und ich denke, dass viele, viele Unternehmer, die mit der Existenzsorge leben müssen und die auch viele schon aufgegeben haben, weil sie ihre Arbeit nicht mehr rechnet, weil die Gaspreise sie erschlagen. Das gilt für die Bäcker, das gilt für Handwerker, das gilt für energieintensive Betriebe, die einfach vor irrsinnigen Sorgen stehen. Und jetzt kommt Berlin auf die Idee, den Quatsch, den sie selber mitverursacht haben politisch, dass das jetzt die Bürger doppelt bezahlen müssen. Geld kriegen wir natürlich nicht, also auch Ärzte kriegen keinen Pfennig Geld von der Regierung, also vom Steuerzahler, um ihre hohen Energierechnungen, auf die wir noch sozusagen mit großer Sorge warten, entsprechend bezahlen zu können. Weiter geht es. Das Land ist natürlich auch hochverschuldet. Sie wissen, meine Damen und Herren, 160 Milliarden Euro quälen das Land NRW. Das kümmert aber das Land nicht, weil es ja nicht ihr Geld und das geben sie ja gerne aus, um ihre Wähler zu kaufen. Das gilt für alle Parteien. Und das Thema ist ja im Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen entsprechend formuliert worden. Man möchte die Kitas beitragsfrei stellen. Also nichts soll bezahlt werden. Düsseldorf macht das ja schon und Kommunen, die sich das leisten können, machen das schon länger. Aber eben Kommunen, die das nicht können finanziell, weil sie an den Sozialkosten jetzt schon sozusagen, ich will nicht sagen sterben, aber hoch belastet sind. Essen alleine gibt 1,8 Milliarden Euro aus für Sozialkosten aus verschiedenen Töpfen, eigenen Einnahmen, Beitragsgebühren, Steuerzahlungen und Bundesleistungen. Weiß der Himmel, was da so 1,8 Milliarden Euro werden allein in Essen ausgegeben für Sozialtransferleistungen, in welcher Form auch immer. Und die Grünen sagen, ja, das müssen wir prüfen, wir wissen nicht, ob es geht. Das wird natürlich den eh schon stark belasteten Haushalt noch weiter quälen. Aber der NRW-Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Stefan Behlau, sagt, das ist eine Ver- und Aufschieberei. Wir warten darauf, dass die Eltern entlastet werden. Ja, alle reden von Entlastung und nicht von Belastung, sondern Entlastung ist das Ziel. Es wird nicht passieren. Also die beitragsfreien Kitas sind wahrscheinlich in nächster Zeit nicht zu realisieren. Fritz Pleitgen ist gestorben im Alter von 84 Jahren. Wer kennt ihn nicht? Er hat die Kulturhauptstadt 2010 in Essen und im Ruhrgebiet organisiert. Er war der Chef sozusagen des Ereignisses Kulturhauptstadt. Er war es, der die A40 gesperrt hat für einen Tag und ein Riesenevent daraus gemacht hat. Unvergessen wird sich so schnell nicht wiederholen lassen. Er hat dafür gesorgt, dass die Eröffnungsfeier bei tiefem Schnee und winterlichen Temperaturen im Januar 2010 auf Zollverein stattfand. Herbert Grönemeyer hat zitternd sein Lied gesungen. Es war auch ein großes Event. Die Kulturhauptstadt war ein Erfolg und Fritz Pleitgen ist einer der Väter. Er ist gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Alter von 84 Jahren. Schade um ihn, er war auch WDR-Intendant, hat eine Menge bewegt dort im WDR, als er dort Intendant war.
von 1995 bis 2007. Was macht die Ukraine? Ja, etwas Positives kann man melden, dass sie militärische Erfolge haben. Sie haben immerhin 3000 Quadratkilometer zurückerobert von den Russen, die teilweise geflüchtet sind, panisch, und die Panzer wurden zerstört. Eine der Hauptpanzer-Divisionen oder Bataillone, die den Kreml schützen sollten, ist komplett zerstört worden, wie berichtet worden ist. Nachprüfen kann man das nicht so ohne weiteres. Aber die Russen haben noch 117.000 Quadratkilometer besetzt. Es ist noch ein langer Weg, bis die Ukraine sagen kann, wir haben diese Mörder, Verbrecher und Vergewaltiger tatsächlich aus unserem Land gejagt. Und Putin war etwas kleinlaut auf diesem Treffen mit den Mächten Iran, China, Usbekistan, Kasachstan und Türkei, die sich jetzt zusammengerauft haben, um dem Westen zu zeigen, wo es lang geht mit ihren fast 3 Milliarden Menschen. Ja, auch keine große Kunst. Was sagt Scholz? Wann kommen endlich die Panzer? Leo 2 werden gefordert von der Ukraine. Damit können sie den russischen Schrottpanzern etwas entgegensetzen mit unseren Hightech-Immobilien bzw. Panzern. Aber Scholz sagt, mache ich nicht, weil die Amerikaner liefern auch nichts. Man muss aber da auch zu sagen, meine Damen und Herren, dass der Joe Biden jetzt Kongresswahlen hat im November und natürlich nicht möchte, dass seine Panzer im Fernsehen erscheinen und dort gegen russische Panzer eingesetzt werden. Das macht sich nicht gut, denn das würde bedeuten, dass USA und Russland direkt mit ihren militärischen Mitteln gegeneinander kämpfen. Das möchte er nicht und da zieht sich eben Scholz hinter zu. Ja, sagt, das mache ich jetzt auch nicht, weil die anderen machen es ja auch nicht und das ist kein Argument. Wir müssen voranschreiten als Deutschland, die ja immer noch relativ viel Geld besitzen, zumindest Schulden entsprechend machen können, weil sie noch eine AAA-Bonität haben bei allen Banken. Wie lange das noch so sein wird, wissen wir nicht. Die Linken und die Grünen sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie entsprechend solide haushalten. Gut, andere Parteien auch nicht, das muss man auch dazu sagen. Also bin gespannt, wie das ausläuft. Dafür liefern wir jetzt aber 50 gepanzerte Fahrzeuge, die natürlich kein Panzer im wahrsten Sinne, sondern eben nur geschützte Fahrzeuge sind vom Typ Dingo. Und wir liefern auch 200, ja, wenige Raketen für die Mehrfachraketenwerfer, die natürlich in 2 Tagen verschossen sein werden. Aber immerhin ein Zeichen, denn auch die deutsche Bundeswehr hat nicht mehr so viel im Bestand. Das hatten sie vorher auch nicht, weil sie eben von allen Parteien runtergewirtschaftet ist, um zu sagen, wir brauchen das nicht mehr, weil Krieg wird es ja nicht mehr geben. Völliger Blödsinn. Die Wahrheit und die Geschichte lehrt sie eines Besseren. Kommen wir zu dem Gasthema. Gas, Gas, Gas und Strom, Strom, Strom. Das beschäftigt die Medien rund um die Uhr. Und Henkel jetzt, der Henkel-Konzern, sagt, dass sie mit 2 Milliarden Kosten rechnen. 2 Milliarden, sie haben vorher 100 Millionen bezahlt für ihre Energiekosten. Also Gas und Strom und jetzt sind 2 Milliarden Euro auf dem Ticket. Grausame Veränderung und das haut auch einen Riesenkonzern wie Henkel mal eben vor die Knie und ob sie das bezahlen können, das ist wohl nicht weniger die Frage, aber es wird ihre Innovationsfähigkeit und natürlich auch ihre Steuerlasten entsprechend mindern. Nicht gut, aber das gilt jetzt nicht nur für Henkel, auch für andere Großbetriebe. Die Stadtwerke rutschen in die Pleitezone. Ja, das ist so. Sie haben Riesenprobleme, weil sie die Preise, die auf dem Weltmarkt ja in die Luft geschossen sind und auch das weiter tun, obwohl sie in den letzten Tagen etwas abgesunken sind, aber sie haben Riesenprobleme, ihre Kunden nicht zu beliefern, sondern eben ihre Rechnung zu bezahlen. Also der Bund plant jetzt eine Rettungsaktion und sollen 67 Milliarden Euro aus dem Corona-Rettungsfonds, die noch wohl irgendwo rumliegen, haushalterisch, die sollen jetzt umgeschichtet werden, um den Stadtwerken, die ja die Bürger der Kommunen entsprechend mit Energie versorgen, also überwiegend Gas, aber auch Strom und Fernwärme, das ist das Thema jetzt. Und die Preise sind schon erhöht worden. Also Essen hat seine Kilowattstundenpreise für Gas auf 18,14 Cent erhöht. Das sind 127% mehr als noch vor einem Jahr. Und man befürchtet, dass 10% der Gaskunden im Frühjahr 2023 ihre Rechnung nicht bezahlen können. Das heißt natürlich nicht, dass man ihnen das Gas abstellt, sondern dass man ihnen mit Zuschüssen entsprechend hilft, in welcher Art und von wem auch immer. Natürlich immer der Steuerzahler oder die Arbeitgeber mit ihren 3.000 Euro Prämien wünschen seitens der Bundesregierung. Also die Angst vor der Rechnung ist groß und eine NRZ-Umfrage, die am Donnerstag veröffentlicht worden ist, sagt 33% der Gas- und Stromkunden, das sind wir ja alle, meine Damen und Herren, befürchten schon in diesem
Jahr nicht mehr zahlen zu können. Also Riesenprobleme, Riesenthema, was das ist. Aber die Regierung hat es ja, ich wiederhole mich, vergeigt. Und die AKWs, die weiterlaufen sollen, die drei, die werden auch nicht weiter verlängert, weil Habeck sagt, ist mir doch egal, wir haben ein Ausstiegsgesetz. Ich bin zwar für das Wohl des Landes verantwortlich, habe ich zwar auch einen Eid geleistet, aber es ist mir völlig egal, was da passiert. Denn die AKWs, da haben wir große Angst vor, weil wir die Technik nicht verstehen als Grüne. Und immer noch meinen, die würden jede Stunde explodieren und das sind Atombomben, völliger Quatsch. Sie verstehen halt nichts von Energie und von Atomtechnik und von Atomkraft oder Kernkrafttechnik. Und ihre Angst ihrer sozusagen Kundschaft oder Wähler, die sich da festgebissen haben, ist größer als die Verpflichtung für eines Ministers, dass er geschworen hat, mit seinem Amtszeit für das Wohl der Bürger zu sorgen. Ihm ist das völlig egal. Er lässt die AKWs mehr oder weniger kalt laufen. Und sie werden 10 Millionen Menschen den Strom wegnehmen im nächsten Jahr. Das finde ich ganz toll. Und die EU sagt, ihr seid verrückt, sowas zu machen. Aber die Deutschen sind ja öfters mal, machen öfters Dinge, die mit Realität und Vernunftbegabung nichts zu tun haben. Ja, dann wollen sie natürlich auch den Gaspreis entsprechend mit einer Bremse belegen und den Strompreis, da sagen die Energieversorger, völliger Quatsch, das hilft nichts, dann weichen wir aus, dahin, wo es bezahlt wird. Aber eine gute Nachricht kommt aus Aserbaidschan, meine Damen und Herren, das Land, was ja jetzt von ihrem Nachbarn angegriffen worden ist, also von Armenien angegriffen worden ist und sie sind dort entsprechend im Kriegszustand und sagen trotzdem, wir liefern jetzt entsprechend mehr Gas in die Europäische Union und sagen, wir haben das auf 30,6 Milliarden Kubikmeter erhöht. Das bedeutet aber, dass wir nichts kriegen. Italien hat sich das gesichert, Griechenland hat sich das gesichert und Bulgarien hat sich das Gas gesichert. Habeck hat keinen Tropfen oder keine Kilowattstunde entsprechend bekommen aus Aserbaidschan. Hat er nicht gemacht, will er nicht. Er meint, wir brauchen das nicht, wir haben ja Sonne und Wind, das wird schon reichen. Und ein bisschen Kohle und Gas haben wir ja auch noch. Also Aserbaidschan liefert und wir bekommen davon nichts. Dann hat die EU eine wunderbare Idee, wie ich sage. Sie wollen die Energiegewinne abschöpfen und von der Leyen träumt von 140 Milliarden Euro, die sie umverteilen will, die sie den Energieversorgern abnehmen will. Wie das passieren soll, weiß kein Mensch, muss ja rechtlich abgesichert sein. Ich sehe da noch schwarz, ob das wirklich funktioniert, wissen wir nicht. Jetzt kommen auch Pläne, Uniper zu verstaatlichen. Das ist ja der größte Wunsch der Grünen, dass man alles verstaatlicht, weil dann sind sie zufrieden, keine Privat Unternehmer mehr, die sie ja eh nicht mögen, weil sie die suspekt finden, was die da machen. Die verdienen ja alle so viel Geld und das wollen wir nicht. Wir wollen den Staat da an die Spitze setzen. Das hat zwar mit der DDR auch nicht geklappt, aber das ist denen völlig egal. Sie machen ja eh alles besser. Also Uniper könnte verstaatlicht werden, weil die am Tag 100 Millionen Euro verlieren. Und ihre 15 Milliarden, die sie bekommen haben, über Kredite und Zuschüsse jetzt schon mehr oder weniger verbraucht sind. Ja, das war die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, dass Nordrhein-Westfalen den Pensionären Energiegeld zahlen wird. Die 300 Euro bekommen jetzt auch 223.000 Pensionäre und Versorgungsempfänger. Das kostet den Haushalt des Landes 70 Millionen Euro. Also eben die nebenbei, die auch noch ausgeschüttet werden müssen. Aber die Grünen in ihrer Wahnvorstellung von grüner Energieversorgung bestehen auf dem vorzeitigen Kohleausstieg, der ja 2038 stattfinden soll. Die FDP sagt, ihr seid wahnsinnig, das wird nicht funktionieren angesichts der aktuell katastrophalen Energielage. Das ist denen auch völlig egal. Sie ziehen das durch. Was ist der Bürger ihnen wert? Frau Baerbock hat ja auch gesagt, es ist mir völlig wurscht, was die Wähler denken. Ich ziehe mein Ding durch. Aber eine Alternative zur Energieproblematik deutet sich an, denn man will jetzt zunehmend in Erdwärme investieren. Das könnte eine Alternative sein zu Gas, Kohle und Öl. Man möchte also Grubenwasser anbohren oder eben halt die Erdwärme, die in der Tiefe vorhanden ist. Wir haben ja noch Magma in unserem Erdkern, da ist noch ordentlich was an Hitze abzusaugen. Das wird jetzt geprüft. Bin gespannt, ob das entsprechend funktioniert. Dann hat der Bund Rosneft übernommen. Rosneft, eine russische Firma, die eben Öl und entsprechende Ölverarbeitung betreibt in Raffinerien. In Baden-Württemberg sind zwei und in Brandenburg eine. Die werden jetzt unter staatliche Kontrolle gesetzt. Natürlich meckert Russland rum, das wäre Vertragsbruch. Ja, und sie haben auch ihre Verträge nicht eingehalten. Also dann haben auch wir das Recht, ihnen mal entsprechend einzugreifen in ihre Strukturen. So, das war's zum Gas. Jetzt geht's kurz zum Impfstoff. Ja, die Impfstoffe kommen langsam auf uns zu. Es gibt den BA
5 und den BA1-Impfstoff. Keiner weiß, welcher besser ist. Das wird noch entsprechend diskutiert. Und die STIKO-Empfehlung wird nächste Woche kommen, welcher Typ besser ist. Israel hat sich für BA5 entschieden, Lauterbach für BA1. Er hat da 14 Millionen Dosen bestellt. Es sollen zunächst mal Risikopatienten über 60 Jahre geimpft werden. Die Stadt ist aber ausgestiegen. Stattdessen sagt, das ganze Tohuwabohu wollen wir nicht oder aussitzen, sondern wir wollen es aussitzen und abwarten, was die STIKO empfiehlt. Die Impfungen sind erstmal ausgesetzt mit dem BA1-Impfstoff, der schon in Essen ist. Also wir warten ab, was die STIKO macht. So, die Energieproblematik, die Inflation, die Energiekrise, die Ukraine-Krise hat auch Auswirkungen auf die Bauprojekte, meine Damen und Herren. Viele Investoren sagen, steigende Zinsen, steigende Preise für Baumaterialien und so weiter hindern uns daran, unsere Bauprojekte entsprechend zu kalkulieren. Unser Altbau hat ja auch entsprechende Projekte auf Eis gelegt, nimmt zwar wieder einiges zurück, weil sie sagen, wir müssen Kitas bauen, wir müssen sozialen Wohnungsbau bauen, das kriegen wir irgendwie doch hin, aber die Refinanzierung wird immer schwieriger. Also im Augenblick kann man sagen, nicht viel sagen, Baustillstand, aber ein deutlicher Einbruch bei den Bauunternehmen und auch bei den Investoren, die sagen, wir können das einfach nicht mehr stemmen. So, dann kommt die Stadt auf die Idee, meine Damen und Herren. Wir sollen jetzt Bauprojekte überdenken. Da gibt es eine Klimaanalyse des Regionalverbandes Ruhr, die sagen, nee, nee, ihr dürft nicht mehr bauen. Also gerade wir bauen ja eh nicht mehr, wegen der Energiekosten und wegen der steigenden Preise für Baumaterialien und der Zinsen an den entsprechenden Finanzierungsmärkten oder Banken, die entsprechend höhere Zinsen verlangen, weil die EZB ja auch die Zinsen erhöht hat. Und sagt, bestimmte Stadtteile wie Kupferdreh, Rüttenscheid, die sind eh schon überbaut und da darf nichts mehr hin, weil das Klima, das Stadtklima entsprechend dadurch negativ beeinflusst wird. Bin gespannt, was sich da entwickelt. So, kurze Meldung noch aus Essen zu der Politik der Stadt Essen. Die SPD-Fraktion wird ein bisschen durchgerüttelt, meine Damen und Herren. Martin Schlauch, der Vorsitzende im Sozialausschuss, der nimmt seinen Hut und wird ab Januar 2023 stellvertretender Fraktionsgeschäftsführer, wird also ein bisschen mehr Geld verdienen. Das ist ja ganz gut dotiert. So ein Posten wird ihm helfen, seine finanzielle Lage eben mit Steuerkosten zu verbessern. Das heißt, dass man jetzt einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wählen muss und da wird sich Julia Jankovic aus Holsterhausen und Michael Schwamborn aus Carnap zur Wahl stellen. Das soll am Montag nächste Woche entschieden werden. Es sind ja zwei Ratsmitgliederinnen ausgeschieden. Einmal ist das von Nina Herf-Stammen. Die war mal bei der SPD, dann war sie bei die war mal bei den Linken, dann war sie vorher bei einer anderen grünen alternativen Liste sozusagen. Jetzt ist sie nach Schleswig-Holstein gezogen, sie ist weg. Und Julia Karla Hausmann hat ebenfalls ihr Ratsmandat niedergelegt, weil sie in den Landtag eingezogen ist. Eine gute Meldung gab es noch von der Emscher Genossenschaft. Ganz kurz, meine Damen und Herren, der Vorstand der Emscher Genossenschaft hat sich jetzt intensiv der Nazi-Geschichte der eigenen Genossenschaft gewidmet und herausgestellt, stellvertretend für die vielen anderen, die man noch erarbeiten muss mit einer Historikerkommission. Da gab es den Chefchemiker Dr. Hermann Bach, der, wie gesagt, die Genossenschaft, die Emscher Genossenschaft in der Nazizeit geführt hat und eben dann, weil er Jude war, abgesetzt worden ist, nach Berlin versetzt worden ist und dann im Gefängnis, der ist eingesperrt worden, dann verstorben ist. Also ein Opfer der Nazis, ein hochdekorierter, hochfachlich begabter und hochleistungsstarker Mann, der die Emscher Genossenschaft als Chefchemiker geführt hat, ist von den Nazis mehr oder weniger umgebracht worden, weil er ein Jude war, nichts anderes. Also Hass ist kein Thema bei der Emscher Genossenschaft, sollte auch kein Thema in der Gesellschaft sein. Und die Folgen der Nazis sind bekannt und was sie angestellt haben, weiß hoffentlich jeder. Das arbeitet jetzt die Emscher Genossenschaft heraus und macht entsprechende Gedenktafeln und Gedenkschriften an die Mitarbeiter, die Opfer der Nazis wurden. Eine sehr gute Idee von ihrem nein, von ihrem Vorstandsvorsitzenden, Professor Uli Petzl, ein toller Mann, der den Laden toll führt. Das war's, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es wird nass und kühl und in den nächsten Tagen auch nicht viel wärmer, denke ich. Aber der goldene Oktober kommt bestimmt. Nutzen Sie das Wochenende, nutzen Sie die Freizeit, achten Sie auf die Masken, die Sie tragen sollten in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr, wenn Sie mit Menschen eng zusammen sind. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke. Tschüss.